Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Beim FIDE-Chess.com Grand Swiss auf Isle of Man sind 4 Runden gespielt und es gibt wieder einen deutschen Sieg zu berichten. Nachdem ich gestern den Sieg von Vincent Keimer gegen Sanan Sugirov zeigte, ist heute Matthias Blühbaum dran. Der 22-jährige Mathematikstudent aus Ostwestfalen, die Nummer 3 der deutschen Rangliste, spielt bisher ein sehr starkes Turnier und liegt mit 3 Punkten aus 4 Partien auf Platz 5. Sehr starkes Ergebnis bis jetzt. Er gewann in der 4. Runde gegen Bassem Amin. Das ist ein Großmeister aus Ägypten mit einer Elo-Zahl von 2699, die Nummer 38 der Weltrangliste und gleichzeitig der stärkste Spieler Afrikas. Vincent Keimer spielte auch eine sehr starke Partie gestern, schaffte ein Remis mit Schwarz gegen den starken ukrainischen Großmeister Pavel Elyanov und liegt bei 200 Punkten. Jetzt schauen wir uns aber erstmal die Partie von Matthias Blühbaum an. Wie hat er gewonnen? Blühbaum spielt mit Schwarz. Das heißt, Amin eröffnet hier die Partie mit G3. Wir schauen uns die Partie aus schwarzer Sicht an. Amin ist bekannt, dass er theoretischen Duellen eher aus dem Weg geht und diese königsindischen Aufbauten mit Weiß im Anzug gerne spielt, beziehungsweise diese Reti-Aufbauten, also Springer F3, G3, Läufer G2. Das kann man von ihm fast schon blind erwarten, denn das spielt er immer wieder. G3 ist natürlich ein sehr zurückhaltender Zug zu Beginn einer Partie und erlaubt Schwarz erstmal das Zentrum zu besetzen und das Typ Blühbaum hier mit D5. Läufer G2 und E5. Schwarz hat jetzt schon 2 Bauern im Zentrum. Das ist eine sehr logische Entgegnung gegen einen so zurückhaltenden Aufbau, wie es Weiß hier wählt. D3, Springer F6. Beide Seiten entwickeln sich erstmal. Wir sehen, Weiß hat jetzt schon den König in Sicherheit gebracht. Das macht Schwarz auch mit der Rochade. Springer C3. C6. Jetzt folgt der erste interessante Moment nach E4. So, Weiß muss irgendwann auch mal einen Bauern ins Zentrum stellen. Er kann Schwarz nicht komplett den Raum überlassen. Im Zentrum, hier könnte Schwarz D4 spielen, was vielleicht objektiv sogar der beste Zug ist. Springer C2, C5. Und dann hätten wir aber eine Stellung, das wäre königsindisch im Anzug im Prinzip. Weiß würde so spielen, wie das Schwarz normalerweise macht. Also der Plan wäre halt, am Königsflügel anzugreifen. Er würde den Springer wegziehen nach H4 oder E1 und würde, nach E1 und würde dann F4 folgen lassen. Eventuell mit einem Bauernsturm am Königsflügel. Das wollte Blühbaum nicht und deswegen nahm er hier raus auf E4. Strebt ein eher offenes Zentrum an. Zumindest ist die D-Linie offen. Da der Bauer auf C6 steht, muss der Springer von B8 eine andere Route wählen, um ins Spiel gebracht zu werden. Und das ist jetzt Springer A6. Er strebt mit dem Springer nach C5, um den Bauern auf E4 anzugreifen. H3, Springer C5. Jetzt attackiert Schwarz zweimal den Bauern hier auf E4. Weiß zieht den Springer nach H4 und plant, ihn nach F5 zu überführen. Gleichzeitig deckt er den Bauern E4. Jetzt spielt Blühbaum hier B5. Das macht Sinn. Er droht B4, um den Springer zu vertreiben von C3, der den Bauern E4 verteidigt. Springer F5. Weiß greift zwar mal den Läufer an. Der Springer ist immer sehr unangenehm auf F5 für Schwarz. Deswegen macht es Sinn, ihn zu tauschen. Und das macht hier Blühbaum. Er nimmt ihn raus. Immer F5. Jetzt hängt der Bauer C6. Und deswegen zieht Blühbaum den Bauern vor. Nach E4. Läufer E3. Dame E7, Dame E2. Bis hierhin ist noch nichts Besonderes passiert. Wir befinden uns jetzt ausgangs der Eröffnung und beide Seiten zentralisieren ihre Armeen. Jetzt möchte Schwarz den Springer vertreiben von C3. Da dieser nicht wirklich ein gutes Feld hätte, wenn er jetzt zurückgehen würde nach B1, also nach A4 kann er natürlich nicht, weil dieser Springer das Feld kontrolliert. Wenn der Springer zurückgehen würde nach B1, dann würde Läufer E5 sehr unangenehm folgen und der Bauer auf B2 ist nur umständlich zu decken. Beziehungsweise, wenn Weiß diesen Bauern vorziehen würde, dann würde hier ein Riesenloch entstehen, wo der Springer rein könnte eventuell. Sieht ein bisschen unangenehm aus. Deswegen, auch um den Springer nicht so passiv auf B1 aufzustellen, nahm Weiß jetzt hier raus auf C5, gab damit sein Läuferpaar auf. Jetzt muss Schwarz aufpassen. Er darf jetzt nicht einfach so wieder nehmen auf C5, weil dann der Bauer auf E4 verloren gehen würde. Läufer E4.
Das würde wenig Sinn machen, hier einfach den Bauern zu opfern. Deswegen nahm Schwarz auf C3 raus. Weiß nimmt jetzt zwischen auf D6, Dame D6. Jetzt könnte Weiß den Bauern auf C3 nehmen, dann hätte er erstmal einen Bauern gewonnen, aber wie gewinnt hier Schwarz seinen Bauern wieder? Ganz einfach durch diesen Doppelangriff. Dame C5, damit greift Schwarz zwei Bauern an. Deswegen, aber auch um nicht seine Bauernstruktur komplett zu entwerten, spielte Weiß hier B3. Turm AD8. So, wir sehen, Schwarz hat alle Figuren schön zentralisiert. Das sieht gut aus. Hat auch hier Einbruchsfelder auf D2, wo er eventuell rein könnte. Also Schwarz steht hier absolut zufriedenstellend. Also der Verlauf der Partie bisher ist eigentlich ziemlich gut, Blühbaum ziemlich gut gelungen. Jetzt folgt Dame E3, Dame D4, Turm E2, C5, Turm A1. Und jetzt folgt ein kritischer Moment. Letztendlich stellte sich heraus, dass dieser Bauer auf E4 doch eine Schwäche darstellt für Schwarz und Weiß attackiert mit allen Figuren, die er hat, diesen Bauern hier. Na, was mache ich hier für Pfeile? So. Mit allen Figuren, die er hat, diesen Bauern und es ist für Schwarz gar nicht so leicht, diesen Bauern auf Dauer zu verteidigen. Es gab hier einen trickreichen Weg für Schwarz und das war Turm C8. Das verhindert das Schlagen der Dame auf D4. Denn wenn Weiß jetzt hier den Bauern schlagen würde, dann würde er am Ende Probleme bekommen wegen D3 und dann verliert er sogar die Partie, weil die schwarzen Bauern plötzlich durchbrechen. Und dieser Freibauer, dieser gedeckte Freibauer auf D2 ist spielentscheidend. Auf Dauer kann Weiß hier nicht mithalten, weil jetzt kommt einfach der schwarze König ins Spiel, würde eventuell hier reinrennen und das ist total verloren für Weiß. Blühbaum spielte hier aber nicht Turm C8, sondern H6. Und jetzt ist es ein bisschen schwierig, den Bauern auf E4 zu halten auf Dauer. Jetzt kann nämlich Weiß die Damen tauschen. Und da ist noch ein Bauer auf C3, der sehr schwach ist letztendlich, dieser Isolani. Turm E5 greift seinerseits den Bauern an. Aber wir werden sehen, was passiert, denn die Sache ist nicht so einfach. Letztendlich opfert jetzt Schwarz den Bauern auf E4 statt dem Bauern auf C3, eine gute Entscheidung von Blühbaum. Jetzt hat Weiß den Bauern gewonnen, aber das Problem in dieser Stellung ist nach Springer F4, dass Schwarz zwei sehr aktive Figuren hat und Weiß eher zwei passive Figuren, insbesondere der Läufer ist relativ schlecht. Wir sehen, ein Läufer, der nur auf seine eigenen Bauern schaut, alle Bauern von Weiß sind auf Weiß fast, nur er hier ist auf Schwarz. Dadurch wird der eigene Läufer ein bisschen entwertet und er kann auch keine gegnerischen Bauern angreifen. Wohingegen der schwarze Springer auf den schwarzen Feldern sehr aktiv ist. Und die schwarzen Felder sind ja auch so ein bisschen das Problem für Weiß. Das heißt, der Mehrbauer hier, der ist nicht unbedingt gewinnbringend. So, momentan greift Schwarz den Bauern H3 an. Der Mehrbauer ist auch ein Doppelbauer, muss man auch gleichzeitig dazu sagen, hier auf der F-Linie. Weiß geht mit dem König vor. Turm D2. Schwarz aktiviert den Turm. Und tatsächlich kann dieser kecke Springer mitten in das weiße Lager rein und kann die eigene Schwäche verteidigen hier auf C3. Gleichzeitig ist dieser Turm auf D2 eingedrungen und attackiert diesen Bauern hier, der allerdings noch von diesem Läufer gedeckt wird. Erstaunlicherweise kann Schwarz diesen Springer da nicht loswerden. Man sollte meinen, dass der irgendwie dass man den irgendwie angreifen kann, aber wir werden sehen, was passiert. F6. Jetzt kommt der König ran, greift den Springer an, aber der kann weg mit Schach. Jetzt muss der König wieder ziehen, jetzt geht der Springer wieder zurück. Blühbaum wäre hier natürlich mit dem Remis einverstanden gewesen, der hat einen Bauern weniger, aber die Aktivität seiner Figuren reicht aus, um das Gleichgewicht noch einigermaßen zu halten. Wir werden aber sehen, dass der Weiße, Bassem Amin, unbedingt mehr will. Er will unbedingt gewinnen, er ist nominell der Favorit. Und ich denke, er stand auch unter dem Eindruck, dass er mit einem Mehrbauern hier klar besser steht und er sah sich verpflichtet, er fühlte sich wahrscheinlich verpflichtet, auf Gewinn zu spielen. Momentan passiert aber nichts, denn Schwarz wiederholt die Züge und Weiß kann nicht wirklich ausweichen. So, der schwarze König kann leider nicht. Der schwarze König würde gerne hier reinlaufen, ins Zentrum geht aber nicht wegen Läufer D3 Abzug Schach. Das wäre natürlich ein kapitaler Fehler, weil dann würde plötzlich der Springer verloren gehen. Das heißt, der König geht erstmal dahin, nach F7, Läufer F3. So, das ist der andere Weg.
um den Springer zu attackieren. Jetzt geht der Springer aber wieder nach D4 und wir sehen, Schwarz attackiert diesen Bauern hier. Und jetzt entscheidet sich Weiß, so, ich möchte jetzt nicht die Züge wiederholen, wieder mit Läufer E4, sondern ich nehme jetzt einfach den Bauern auf C3. Das Dumme ist, jetzt hängt aber der Bauer auf C2. Diese Stellung scheint erstaunlicherweise nicht gewonnen zu sein für Weiß. Ich habe das ein bisschen analysiert, jetzt aber nicht so tief, aber mir scheint, dieser Mehrbauer für Weiß reicht absolut nicht aus für den Gewinn. Läufer D5 Schach, so ging es weiter, König E7. Jetzt tauscht Weiß hier die Türme. Läufer C4, König D6. So, König D6. Schwarz würde gerne hier reinmarschieren auf die schwarzen Felder. Und was man jetzt hier erwarten würde als erstes, wenn man drauf schaut, ist der Zug F4, um den König nicht reinzulassen. Aber so wie es aussieht, ist es einfach Remis, wenn Schwarz sogar ins Bauernendspiel übergeht. Und zwar, man nimmt hier raus und wartet jetzt einfach ab. Problem ist, wenn Weiß versucht, G5 mit G5 am Königsflügel durchzubrechen, macht Schwarz einfach H5. Das heißt, jetzt ist der Zugang zum Königsflügel versperrt. Und hier sind diese Felder sind dem Weißen aber auch versperrt. Wenn der König hier läuft, dann wartet einfach Schwarz hier ab mit dem König und zieht den König einfach nur hin und her und lässt den weißen König nicht rein. Und am Damenflügel passiert auch nichts, wenn der weiße König hier rüber rennt. Stellt sich der schwarze König ihm auch einfach in den Weg hier. Ja, das ist bekannt. Da kommt er nicht rein. Also das Bauernendspiel scheint einfach Remis zu sein. Und Amin sah das und er wollte immer noch mehr. Ja, er bestand darauf, dass er hier auf Gewinn spielen will und ging hier volles Risiko und erhöhte das Risiko. Er spielte König G3. Das lässt jetzt aber den schwarzen König rein nach E5 ins Zentrum. Ein bisschen unangenehm, finde ich. König F3. A5, Schwarz. Man sieht, das ist eine vernünftige Aufstellung. Er stellt alle Bauern auf Schwarz, da Weiß einen weißfeldigen Läufer hat und dieser Läufer kann keinen der schwarzen Bauern attackieren. Das macht dann immer Sinn, die Bauern auf die gegensätzliche Farbe zu stellen. Läufer F7, König D4, G5. So, jetzt versucht Weiß sogar am Königsflügel durchzubrechen, und opfert sogar einen Bauern. Beziehungsweise er opfert keinen Bauern, er bietet einen Bauer an. Schwarz sollte jetzt diesen Bauern nicht nehmen, weil dann kommt plötzlich der weiße König angerast und läuft auf der G-Linie durch und dann erhält Weiß einen Freibauern auf der F-Linie. Stattdessen spielte Schwarz korrekterweise Springer B4, greift seinerseits hier einen Bauern an. Jetzt ging der weiße König nach vorne. Wahrscheinlich hätte Schwarz jetzt einfach hier zuschlagen können auf A2, aber er fand einen besseren Weg, wahrscheinlich einen praktisch besseren Weg, sondern spielte Springer D3, griff diesen Bauern an. Jetzt läuft der weiße König nach vorne, opfert diesen Bauern. Wir sehen, der Mehrbauer ist weg. Beide Seiten haben vier Bauern. Und der weiße König läuft hier rein. Er hat sich aber verrechnet. Beziehungsweise, oder er muss sich verrechnet haben, weil das ist zu riskant, was er macht. König E5. Und jetzt ging er volles Risiko. Er nahm den Bauern auf F7 raus und vertraute voll und ganz, dass sein Freibauer die Partie gewinnt. Das ist aber ein grober Fehler, der die Partie verliert. Besser wäre gewesen GF6, GF6, Läufer C4 mit einer ausgeglichenen Stellung. Hier kann keine Seite wirklich Fortschritte erzielen. Stattdessen spielt er aber königlich G7 und wir sehen jetzt schon, was passiert. Plötzlich hat Schwarz jetzt hier auf der G-Linie einen sehr starken Freibauern. König G6 zurück. Problem ist hier, was ich gerade sehe, wenn Weiß den macht, dann kann Schwarz einfach den machen und dann holt er sich einfach den Bauern ab. Das kann ja nicht die Idee von Weiß gewesen sein. Deswegen ging der König zurück, greift den Bauern an, der geht jetzt nach vorne. Läufer C4, G3 und plötzlich muss der weiße Läufer den Bauern aufhalten und muss zurück nach F1. Jetzt kommt aber der schwarze Springer zur Hilfe und hält den weißen Bauern auf. Läufer H3 greift den Springer an. Springer E3. F6, G2. Blühbaum hatte richtig gerechnet. Weiß muss jetzt den Läufer opfern, damit Schwarz keine Dame bekommt. Springer G2. Und Problem ist jetzt nach F7, was aussieht, als ob, auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob Weiß jetzt hier gewinnen würde. Tut es aber nicht, weil der schwarze Springer kommt rechtzeitig. Schach.
und hält den Bauern auf. König G7 oder was auch immer, Springer E6 und der Springer hält hier den Bauern auf. Und der schwarze König ist viel näher dran an den weißen Bauern hier als der weiße König, der dann noch ziemlich lange brauchen würde, um die schwarzen Bauern aufzuhalten, zu schlagen. Also das Bauernendspiel wäre gewonnen für Schwarz. Das sah jetzt Bassem Amin. Und der fand jetzt aber noch eine letzte Verteidigung, mit der versuchte er die Partie zu retten. Er ging mit dem König nämlich zum Damenflügel. Er ließ einfach den F-Bauern F-Bauern sein und opferte ihn und lief mit seinem König rüber zum Damenflügel und versuchte jetzt die letzten schwarzen Bauern zu entfernen, um dann das Remis zu erreichen. Denn nur mit einem Springer kann man natürlich nicht matt setzen. Aber Schwarz reicht ein einziger Bauer letztendlich, um diese Partie zu gewinnen. Weiß hat jetzt einen Bauern sogar gewonnen, aber Blühbaum ließ hier nichts mehr anbrennen. Er berechnete hier auch alles korrekt. Er darf jetzt natürlich nicht den letzten Bauern tauschen, weil, wie gesagt, nur mit dem Springer ist es Remis. Nur mit einem Springer kann man nicht matt setzen. König C6, B4. Und jetzt muss natürlich C4 folgen. Den Bauern darf ich nicht tauschen. B5 Schach, König C5, B6. Das sieht jetzt noch ein bisschen gefährlich aus, aber Schwarz hat eine Figur mehr und er hält die Bauern locker auf. Und häufig in diesen Situationen hilft eine Gabel. In diesen Stellungen. Jetzt kommt Springer E7 hier. Und das ist hier ein schönes Gabelfeld mit Angriff auf die Figur, die sich Weiß holt. Wenn Weiß sich jetzt hier eine Dame holen würde. Ich habe hier automatisch Dame eingestellt. Das ist natürlich ein Fehler. Das muss ich schnell ändern. Denn Weiß holte sich einen Springer. Na, wo ändert man denn das? Automatisch in Dame umwandeln. Das ist natürlich so das Typische, was man einstellt immer in diesem Programm. So, jetzt habe ich es umgestellt. Weiß holte sich nämlich nicht eine Dame, sondern einen Springer. Ich zeige es nochmal. Wenn Weiß sich jetzt hier eine Dame geholt hätte, dann hätte Springer C6 mit einer Gabel die Dame gewonnen und dann wäre der Bauer durchgelaufen zur Dame. Stattdessen, trickreich, holt sich hier Weiß noch einen Springer, damit diese Gabel nicht möglich ist. Aber der schwarze Bauer ist schon so weit vorne und kann nicht aufgehalten werden. C3. Wir sehen, der König, der Weiße, der kann auch nicht da rein. Die Felder sind versperrt. Beziehungsweise er ist eh schon viel zu weit weg. Irgendwie müsste der weiße Springer den aufhalten. Das versucht Weiß jetzt mit Springer A6 Schach. Jetzt kommt aber der letzte nette Trick, letzter nette Zug, und zwar König D6. König C4 hätte auch gewonnen, aber König D6 ist nett. Und Weiß gab jetzt hier auf. Der Grund ist, dass auf Springer C6, was ja den Bauern auffällt, folgt wieder so eine nette Gabel, Springer C6 Schach. Und das tauscht den Springer ab. König B5, Springer schlägt B4, König schlägt B4, C2 und der Bauer läuft durch. Das ist natürlich ein nettes Ende mit diesen Gabeln. Also ein letztendlich auch ein leicht glücklicher, aber absolut verdienter Sieg für Matthias Blühbaum, denn Weiß hat einfach zu viel riskiert am Ende. Die Partie war wahrscheinlich einfach unentschieden, trotz des Mehrbauern, aber Weiß wollte unbedingt gewinnen und der deutsche Spieler hat sehr gut gekontert und dann letztendlich den Punkt gewonnen. So läuft es manchmal, wenn man es nicht wahrhaben will, das Remis. Gegen einen nominell leicht schlechteren Gegner wollte er sich nicht damit zufrieden geben, der Bassem Amin. Gut für den deutschen Spieler, der jetzt mit 3 aus 4 voll im Rennen ist, ne? Ganz vorne mit dabei. Und ja, wollen wir mal schauen, wie es weitergeht mit den deutschen Spielern, die bisher ziemlich gut abschneiden, also insbesondere Matthias Blühbaum und Vincent Keimer. Vorne sind 4 Spieler mit 3,5 Punkten. Dazu gehört nicht Magnus Carlsen, der Weltmeister kämpft so ein bisschen im Moment gegen die Großmeister aus der zweiten Reihe. Er spielte gestern mit Ach und Krach Remis gegen Wladislav Kowaljew. Ist jetzt bei 2,5 Punkten aus 4 Partien. Erst ein Sieg, aber gut. Es sind 11 Runden. Das Turnier ist lang und es kann so viel passieren. Letztendlich werden sich wahrscheinlich auch die Favoriten irgendwie durchsetzen. Mal schauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich finde, deutsche Siege muss man hier präsentieren. Ich hoffe, es kommen weitere und dass ich hier weitere Videos über die deutschen Spieler machen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen.